Waren wir aber tief in der Decke gezogen. Und hi. Immer noch nichts fertig. Klar und sonnig. König der Soßen. Wir kriegen Bruschetta. Guten Morgen, Case. Ich habe dir etwas Warmes zum Frühstück gemacht. Alter, die hat mir fett Kartoffelpuffer. Es ist wichtig, dass du mit einem vollen Magen... Alter, die hat mir Kartoffelpuffer gemacht. Ich liebe sie. Wenigstens eine, die mir mal was zu essen macht. Hallo, mein Freund. Der Bergsee war mir sehr vergnügt und alles. Katzenfisch. So, die Abkürzungen müssten heute fertig sein. Da bin ich aber mal gespannt. Die sind bestimmt heroisch, die Abkürzungen. Die sind bestimmt wie Lachsbären. Total cool. Total die coolen Dings das. Wir haben es bald geschafft, den Winter. Wir haben den Winter bald überstanden. Dann können wir wieder normal leben. Und Geld verdienen. Hauptsächlich Geld verdienen. Eigentlich gut wieder in die Mayonnaise-Maschine gemacht, ne? Wieder Kaviar. Ich glaube, das gibt jetzt jeden Tag Kaviar, oder? Oder Laich oder wie auch immer. Zum Laich machen wir Kaviar. Was sind, ob wir überhaupt alle Abkürzungen finden? Ich glaube nicht, dass ich irgendwie hingeführt werde und gesagt, guck mal da und 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 guck mal da. Das Ding wollten wir noch einen vorsetzen. Mache ich gleich mal. Können wir auch gleich gucken, ob da ihre epische Abkürzung ist. Ich meine, die hat da zumindest gehämmert. Das ist so krass, dass du da. Ich bin. Bin sprachlos. Bin. Danke. Oh, das war's. Nein. Nein, das war's. So, das war da und jetzt müssen wir es da hinstellen. Damit wir oben zum Teleporter-Ding können. Das war unser Ausflug. Keine weiteren Gemeinschaftseinrichtungen. Ich konnte es nicht aussprechen. Das ist episch, die Treppe. Ey, wenn das Einzige ist, ne? Penny, ich bete für dich, dass das nicht das Einzige war. Ehrlich. Ich weiß nicht, wo hier noch Abkürzungen sein sollen. Falls mal jemand Stein braucht, ne? Ich hab Steine. Könnt ihr kaufen. Wir müssen auch nochmal herausfinden, was wir im Kino machen, ne? Just sagging.
Das ist eine Abkürzung, oder? Da bin ich jetzt nur durch Zufall durchgepurzelt. Ja. 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 Die Begeisterung, ne? Abkürzungen, die mein ganzes Leben verändern. Ich guck noch mal unten in den Wald, ob da irgendwas auch noch ist, aber also ich bin einfach mega geflasht von diesen Abkürzungen. Ich kann mich gerade kaum Ich bin doch ein bisschen fertig jetzt gerade. Das sind Dinge. Die mich. Ja, die ich bin. Ich bin einfach geflasht. Sagen wir einfach, ich bin geflasht. Ich weiß ja nicht mal, wo sie hier abkürzen will, ehrlich gesagt. Aber sie hätte mich ja da nach unten bauen können oder sowas in der Art. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Irgendwas hätte sie doch... Das können doch nicht nur die zwei Dinge sein. Das hat 300.000 gekostet. Sie hat den Tageslohn von 100.000, wären sie das. 100.000! Dafür muss ich ein ganzes Jahr arbeiten. Und dann kann sie doch nicht nur so einen Mist machen. Ich meine, die hat einen Zaun weggenommen. Das ist eine Abkürzung. Aber der Rest... Der Rest ist eine Beleidigung. Eine massive Beleidigung, Penny. Eine massive. Warum hast du mich so? Die hat aber nicht den Stein da oben weggemacht, ne? Das wäre, glaube ich, zu einfach. Da will ich nochmal gucken. Gib mir 300.000, Alter, und ich mach einfach unsagbar epische Abkürzungen. Alter. Die hat da einen Zaun weggenommen. Kann ich Rückbau verlangen? Wieder mein Geld zurück oder so? Hätte wenigstens diesen Stein wegnehmen können. Oder irgendwas anderes machen. Ich hasse sie so sehr. Warum sage ich eigentlich ständig Penny? Habe ich Penny gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe Penny die ganze Zeit im Kopf. Aber ich habe Pam ja auch schon Penny genannt. Ja, ich bin jetzt verheiratet. Ich kenne nur noch eine Frau. Deswegen. Jede Frau ist hier jetzt Penny. Das ist so, wenn man verheiratet ist. Dann siehst du nur noch deine eigene Frau in jeder Frau. Völlig normal. Wenn das bei euch nicht so ist, dann seid ihr auch nicht verheiratet. Auch wenn ihr glaubt, verheiratet zu sein. Bei Frauen ist das nicht so. Frauen sehen, glaube ich, immer noch alles an Männern.
so viel aufgebaut und nichts bringt mich weiter. Ich hab ja nicht mal mehr einen Bananenbaum. Zufällig ein paar Toro-Knollen fertig, das wäre sehr nett. Da sind ein paar. Das waren aber nur drei. Ich meine, wir schaffen es zeitlich, ja, aber uns fehlen noch zwei. Ja, zeitlich schaffen wir es. Die Dinger sind alle ein Tag davor, in etwa, denke ich mal. Die Teile hier schneller. Die Stängel da. Ich bin immer noch sehr enttäuscht von diesen Abkürzungen. Die gehen mir nicht aus dem Kopf. Die haben mir mal wieder gezeigt, dass es sich nicht lohnt, in irgendwas zu investieren. Es lohnt sich für mich nicht, in die Menschheit zu investieren. Die Menschheit hasst mich. Das habe ich jetzt daraus gelernt. Danke, Penny. Hat sie auch Abkürzungen gemacht? Bestimmt nicht, wa? Wäre zu einfach. Vielleicht verlange ich auch zu viel. Wie gesagt, ich wusste noch nicht mal, was ich für Abkürzungen verlange, aber... Das war doch enttäuschend. Oder nicht? Acht Stück noch. Acht Stück. Dann haben wir die 100 erreicht. Aber ich glaube, das waren dann immer noch nicht alle, ne? Ich weiß nicht, wie viele es gibt. Ich glaube, irgendwie hatte Lynn mal geschrieben, dass es irgendwas mit 142 oder sowas gibt. Aber beim Deibel, Alter, wo soll ich die denn finden? Ich geister ja jetzt noch planlos herum. Ich will mal kurz gucken, ob die Piraten da sind oder so. Scheint aber nicht so, wa? Nö. Hier gibt's keine Piraten. Geh ich jetzt Quallen angeln. Qualle! Stachelrochen. Trotz seines giftigen Stachels sind die Fische scheu und meiden lieber den Menschen. Ja, ist ja auch nur ein Abwehrmechanismus und kein Angriffsmechanismus. Meine Güte. Ich will nochmal ganz kurz was nachgucken bei dem Händler hier. Der da. Hi. Ich kann mir einen Mahagoni-Samen davon holen. Das ist ja episch. Der hat nur Teleporterhof, aber nicht das andere. Ich dachte, wir kriegen da zufällig ein Teleporter-Rezept hierher. Aber ich verlange zu viel. Ich dachte immer, die Dinger bleiben, aber die Dinger bleiben gar nicht. Die sind auch schwer davon 100 zu finden. Muss ich hier auch voll für bemühen. Danke. Danke.
Ja, mit den Knochenfragmenten haut leider nicht hin. Letzter Tag, 42. Meint, es ist relativ knapp dafür, dass wir sie absolut gar nicht gesucht haben. Das wollte ich noch die ganze Zeit mal nachgucken. Und zwar dieser eine Weg oben bei uns am Hof, wo wir nicht durchkamen. Keine Ahnung, ob wir da jetzt durchkommen. Ob sich jetzt irgendwas hier geändert hat. Keine Ahnung, warum wir da überhaupt nicht durchkamen. Jetzt kam ich da durch. Weiß nicht, warum ich jetzt da durchkam. Kann ich euch nicht sagen. Man sieht es ja jetzt am Lichtschein, dass ich da bin. Frag mich nicht. Es stand im Internet, dass es sich wohl auch noch irgendwie so ein kleiner geheimer Gang öffnet, wenn man die hier fertig macht. Ob es das ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ob das irgendwie in Verbindung damit steht, weiß ich nicht. Aber sowas stand da mal. Aber gut, haben wir das halt auch. Oh, Penny kann ich ewig beschenken. Das ist schön. Oh, die ist schon auf noch. Hier weiß ich auch noch nicht. Was sind die zwei Dinger, die uns hier fehlen? Es gibt ja noch zwei Dinge da. Was ist es? Was ist es, was uns hier noch fehlt? Es sieht aus wie zwei. Also wenn ich jetzt von der Größe der Icons davon gehe, dann sieht es aus wie zwei Dinger. Weiß ich auch nicht, was uns da fehlen könnte. Wir haben schon fast alles geschafft. Aber immer fehlt noch irgendwo irgendetwas. Wir sollten uns vielleicht auch mal mit Leo anfreunden. Aber ich weiß auch gar nicht, was er macht. Jetzt gehe ich erstmal ins Bett. Aber irgendwas, ne, muss ja noch sein. So, eine Folge mache ich jetzt noch. Und dann mache ich Feierabend. Weil ich will die Tora-Knollen jetzt, Taro-Knollen endlich abgeben. Okay, bis morgen dann, ne? Tschüss.